So, hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Knusper-Livestream am dritten Tag der Intergalactic Aerospace Expo. Heute mit Origin Jumpworks. Und da sind wir natürlich mal gespannt. Ich bin heute wieder nicht alleine. Bei mir sind Kabelkiller. Hi Kabel. Hallo. Der Timme. Hallo Timme. Hallöle. Und der FC13. Hallo FC. Guten Abend. Wieder sehr elitär gekleidet, dem, ja... Wie immer. Der Expo angemessen im heutigen Tag. Okay, dann wollen wir mal schauen, was uns denn da heute bei Origin Jumpworks erwartet. Rufen wir uns mal einen Aufzug. Und hoffen, dass sie nicht vergessen haben, Schiffe da reinzustellen. Rein mit euch. Also da glaube ich bei Origin, dass sie das schon gut hinkriegen. Ihr könnt alle noch reinkommen. Drückt nur nochmal den Knopf und kommt dann alle rein. Danke. Genau, so. Drin. So, dann drückt mal bitte jemand. Ich bin ganz hinten. Erledige. Wie heißt es denn? Origin Jumpworks Collection. Collection, die Sammlung. Mm. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich bin äußerst erfreut. Prima. Ich bin mal wieder im Priester-Look. Ruckel, ruckel. Das kostenlos. So. Und da sind wir. Ich sehe schon eine 600i und ich bin wieder sehr verliebt. Das. Auch. Ja, doch. Weil ich mich übergossen habe mit Flüssigkeiten. Ja, so als erster Eindruck kann das doch schon gefallen. Das ist also tatsächlich wieder die gleiche Halle wie sonst. Hier vorne begrüßt uns wieder die Anvil Arrow. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich glaube, eine Sache sehe ich da schon, die ist etwas Neues. Na, mal schauen. Oh, du hast gemerkt, dass ich mein T-Shirt geändert habe? Richtig. Ach, guck mal, hier unten ist ein Verkaufsstand oder irgendwas. Oder ein Infostand. Habt ihr das gesehen? Ja, so ein Infostand. Rechte Seite auch. Ja, also, du schade, dass da keiner sitzt. Wäre ja nicht so, als wollte habe ich jetzt also da habe ich jetzt von Origin mehr erwartet. Ja, hätten sie wenigstens schöne Mädchen hinsetzen können. Ui. Sieht aber edel aus. Man kann sich leider nicht hinsetzen. Naja, das hätte ich gleich mal gefragt, wie das hier mit den Preisen ist. Kann ich da schon alles kaufen oder muss ich das einzeln? Ja, dritter Tag. Dritte Änderung bei der Arrow. Die Flügel sind wieder oben. Die Raketen sind wieder mit dem Magneto-Pad-Update am Schweben. Und den Siemens Lufthaken. Genau, den Siemens Lufthaken. Schön, schön, schön. So, Jo. Ja? Die 350R immer noch sehr attraktiv. Ja, doch, auf jeden Fall. Also hier auf den ersten leicht angeschrägten Podesten begrüßt uns die 300er-Serie, wie wir sie bisher kennen. Hier vorne rechts haben wir als erstes die 315P, den Explorer. Dahinter haben wir die 325A, das Kampfschiff in der 300er Serie. Auf der anderen Seite die 300i, das Standard-Layout oder Multipurpose. Je nachdem kann man natürlich entsprechend auch der anderen Varianten umrüsten. Jedenfalls fast alles ist da möglich. Und ja, die letzte, wie FC schon angesprochen hat, die 350R, der Racer von Origin Jumpworks. Und ich glaube, immer noch das schnellste Schiff im Spiel bisher. Ja, ich weiß gar nicht. Bin mir auch nicht ganz sicher, aber ich meine auch, ja. Ja, und von daher, ich glaube, vieles kann man, wie gesagt, tauschen. Die Triebwerke, also die 350R, wir können ja mal hinten hingucken gehen. Sie hat, glaube ich, zwei Triebwerke und die normalen 300er-Serien haben immer nur ein Triebwerk. Ich glaube, das kannst du auch nicht austauschen. Genau, und das kann man, glaube ich, nicht austauschen. Ich bin nicht dahinter gefallen. Nein. Diesmal konntest du auch dich auch nicht vertun. Diesmal war der Entwickler so nett und hatte die Bezeichnung auf das. Ja, genau. Dick fett drauf. So muss das. Deswegen mag ich auch Origin Jumpworks. Coolio, coolio. Echt schick. Kann man hier an diesen Infotafeln noch was machen? Ne, da steht noch nicht mal was drauf, ne? Wäre natürlich noch cool, wenn sie da so Länge, Breite, Höhe und so auf diese Tablets geschrieben hätten. Ja, nächstes Jahr vielleicht. Nächstes Jahr vielleicht, genau. Haben Sie auch schreiben gelernt. Ja, und hier haben wir jetzt was Besonderes. Und zwar haben wir hier das 300er Rework. Also sprich, diese ganzen Schiffe hier werden nicht mehr lange so im Spiel verbleiben.
Die werden alle entsprechend angepasst und zwar auf das 300er Rework hier. Sieht schön aus. Tja, wie ist eure Meinung? Auf jeden Fall. Gefällt sie besser als ja. Vorher. Mehr Rundung erinnert er an die X91. Wie ist die so? Ne, X85 meinst du? 85, ja, ja, irgendwas mit X. Ich finde echt Ähnlichkeiten zu der. Ja, ist ja auch dieselbe. Ist ja, auch ja eben, deswegen klare Linie, also mir gefällt es eigentlich ganz gut. Boah, ist schon schick. Gerade hinten das ja. Triebwerk und so müsst ihr euch mal anschauen. Das hat schon echt was von der 600i. Ich glaube. Hat viel mehr die ganzen Linien und Kurvenformen, ja. Die momentan in den Origin-Schiffen verwendet wurden, im Gegensatz zu den alten mit den relativ klaren Kanten. Sieht die richtig schön aus. Also gerade die Flügel, wieder viel Design reingebracht. Man merkt, dass es ein Origin-Schiff geworden ist. Oder jetzt erst richtig ein Origin-Schiff geworden ist. Die ist wirklich, wirklich, wirklich hübsch. Und sie können sogar ansatzweise Räder. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und ich denke auch, dass da jetzt die Schwachstelle von der 300er Serie ausgeräumt ist, oder? Direkt die Unterseite war doch immer sehr. Ja, das stimmt, da hing ja der Generator und die waren zumindest anfänglich sehr problematisch. Aber jetzt mal im Ernst, das Fahrwerk, das sieht so viel massiver und realistischer aus. Also sieht richtig gut aus, ja. Gut, die Reifen sind auch ein bisschen eckig, aber da kann ich mich wirklich mit anfreunden. Da können Raumschiffe sogar Reifen haben. Wir müssen gleich nochmal im Vergleich gucken, die 85X, die steht hier bestimmt auch genau da hinten. Das sieht halt wirklich nach Playmobil aus dagegen, die Räder. Die Räder sind aber auch besser aus. Wie so wie auf so einem Kinderwagen, weißt du? Mhm. Nicht gut, kann man die öffnen? Nee, ne? Nee, innen drin ist nicht fertig. Da müsste man sich das fast wieder überlegen mit der 300er. Ja gut, aber die 300er ist ein Schiff. Für mich ist es jetzt nichts. Also Design finde ich auch absolut besser als die vorherigen. Ich allerdings halt, steht er jetzt nicht so sabbernd vor, muss ich zugeben. Ist, ja, vielleicht bin ich eher der Aegis-Typ. Ja. Ja, ich denke halt als Beiboot für die 890 Jump, ne? Da passt ja jetzt wohl irgendwie auch sowas in der Richtung rein wie eine 300er. Ja. Und entsprechend wäre das natürlich wahrscheinlich was Schickeres als als die 85X. Gut, das ja. Aber du hast trotzdem die Möglichkeit, die 300er Serie nachher die auch im Spiel zu erspielen. Es ist jetzt nicht so, dass das teure Schiff. Also ich würde da eher drauf gehen, als sich das jetzt noch zu holen. Also ich bin da nicht so sicher, ob das nicht doch ein ziemlich teures Schiff wird für das, was es kann und seine Größe. Die wird schon ein bisschen teurer sein, glaube ich, als die anderen Schiffe der Größe. Müssen wir mal sehen. Aber schick ist es trotzdem, also mir gefällt's. Mal gespannt, wie die Varianten dann aussehen. Dann würde ich mir die holen. Ja, ja, genau. Ja, haben sie wohl gesagt bei der CitizenCon, dass das funktioniert. Ach ja. Doch, ich habe es mir wesentlich knubbeliger vorgestellt. Also sie haben hier vorne die Vorderseite der Tragfläche in diesem Schwarz, das macht sie so ein bisschen runder. Also sprich, so als würde die so ein bisschen gebuckelt daherkommen. Aber im Endeffekt ist es, wenn er das weiß machen würde, wäre sie doch relativ sleek. Also von hier unten sieht es ähnlich aus wie eine Avenger, ne? Bisschen. Ja, ich finde es doch noch schöner als eine Avenger. Avenger finde ich echt ziemlich knubbelig. Find ich echt nicht schön. Ja, das ist Geschmackssache. Ist halt auch wieder ein Allrounder, ne, die Avenger, aber schön. So, was haben wir denn hier als nächsten Stand? Hier oben haben wir die M50, ein Racer von Origin Jumpworks und die 85X. Gucken wir uns erstmal die M50 an. Oh, da kann man sogar einsteigen. Mein Geschmack immer ein bisschen zu teuer gewesen, aber ich glaube für die Leute, die tatsächlich. Ich glaube, da bin ich einfach die falsche Person, um so ein Schiff zu kaufen. Weil für nur Racing-Piloten kann ich mir vorstellen, ist das genau das Richtige. Und für mich, der das eigentlich nur besitzen wollen würde, um es quasi zu besitzen, fand ich die $100, die sie damals, ich keine Ahnung, ob das Ding mittlerweile teurer geworden ist, gekostet hat, immer zu viel.
Ja, es ist halt eigentlich nur Triebwerk unten sitzt, ne? Ja, eben. Dürfte aber lustig werden, durch Canyons damit zu heizen, wenn das neue Flugmodell da ist. Das mit Sicherheit. Wobei, ja, okay, kommt drauf an, wie es gemacht wird, aber sie hat halt relativ kleine Triebwerke, also da muss sie relativ viel Schub produzieren, wahrscheinlich, um das Gewicht da durch die Gegend zu bringen. Wobei das mit den Triebwerken auch nicht so das Problem sein sollte. Ja, denke ich auch. Oder dem Triebwerk. Ne, Triebwerk ist so. Ja, auch mit der Plexiglasscheibe da, wie so wie bei so einem Motor, ne? Ja. Es ist halt schon echt gut gemacht. Das ist, ja, in der Richtung Supersportwagen für Raumschiffe. Ja. Macht und, bei dem, Schiff wirkt selbst eine 2-2-Waffe sehr, sehr groß. Mhm. Gut, klar, wenn du selber die Größe von einer Size 3 Waffe hast, ja. Size 2 tatsächlich schon richtig groß. Ja, aber das Ding ist eigentlich schon echt cool. Aber wie du schon sagtest, relativ teuer. Schade. Bei dem letzten Schiff, der 600er, die ist wohl etwas zu tief. Was meinst du? Ich weiß nicht, ob vielleicht ist das auch nur eine Sache bei mir, aber bei mir ist die 600er zu tief. Die ist eingebaut. Nicht das? Oh, ja, da hat jemand vielleicht erst hingestellt und dann im Boden drum gebostelt. Guck ja, die mich gleich an. Schwer. Ich bin gerade noch bei der 85X. So. Hier ist das mit dem Fahrwerk, was wir meinten. Ich glaube, was mich daran so stört, ist, dass man da nicht wirklich Stoßdämpfer oder sowas sieht. Ne? Das Ding ist einfach irgendwie ziemlich massiv. Ich meine, das hintere kann theoretisch als gesamtes Fahrwerk einfedern, aber vorne zum Beispiel, das sieht wirklich aus wie bei Lego oder bei Playmobil. Ja. Einfach die Räder an so ein Plastikgestell dran gemacht. Ja, stimmt. Einfach nur so irgendeine Halterung, als könnte man diese Reifen so greifen mit so Daumen und Zeigefinger und dann aus dieser Halterung so, genau, so mit so einem kräftigen Ruck so einmal so krack rausnehmen. Ja, richtig. Also ich habe gerade im Chat gelesen, dass jemand sich irgendwas wegen der Idris K fragen soll. Ich denke, das werden wir auch später verschieben. Na, jetzt gucken wir uns erstmal die Schiffe an und dann kommen wir mit, oder was genau, meinst du? Genau, ja, über das Upgrade sprechen wir jetzt gleich noch, aber das machen wir auf jeden Fall noch heute. Dass wir das ein bisschen thematisieren. Ja. Aber ja gut, viel ist ja auch nicht mehr. Ich glaube, wir haben auch nur noch die 600i, oder? Kommt da noch irgendwas? Genau. Wer hat also im Moment nicht keine Erinnerung? Die haben die hier versteckt. Die haben vielleicht in der Ecke. Wir haben die Ecke noch nicht abgeguckt. Also Timme, wenn du über diese große Wand da hinkommst, dahinter steht sie. Ah, so. Mach mal. Die Wand ist ziemlich niedrig für die 600. Ja, nee, die steht dahinter, glaubst du. Kleines Modell. Ich glaube, die sind hier mit der 600i gelandet, bevor sie den Beton gegossen haben. Oder beziehungsweise bevor der fest war. Ja, sagte ich ja. Die haben erst mit den gelandeten Boden drumherum gebastelt. Also diese Ambilight-Lichter von der 600i, die sind so gut geworden. Das sieht so gut aus. Ja. Für nur die RGB-Möglichkeit. Ist jetzt wohl die Touring. RGB. Was magst du, Timme? Das war ja alles geöffnet, das soll man vielleicht, ich meine, in die anderen Schiffe kann man ja auch rein, vielleicht ist das hier sogar schon die Touring-Variante, wenn man theoretisch reinkommt. Ich glaube, normal sollte... Close Door. Okay. Bye! Ich glaube, die Touring-Variante hat nicht mal diesen Rover-Hangar da. Oh Gott, stimmt. Hoffentlich ist jetzt die Atmosphäre da. Ja. Ist Atmosphäre da oder nicht? Ja, ist da. Hervorragend. Liebe noch. Weißt du mit drauf, Knusper? Ja, natürlich. Aber, ach ja, stimmt. Klar, Touring. Bist du drauf? Ja. Quatsch. Blödsinn. Ja, du hast recht. Kann ja gar nicht. Ja, egal. Kleinigkeit. Also 600er finde ich ja wirklich toll im Konzept an sich. Aber für mich persönlich hatte sie zu viele Mankos bei der Umsetzung. So, in der ersten Rolle, wie am Anfang. Naja. Ich möchte mich jetzt hier reinsetzen und fliegen. Setz mich später mal hier. Ist schon schick. Also ich finde da ganz gut, dass wir doch damit ab und an mal später unterwegs sein werden. Ja, absolut. Aber ja, es ist... Die Idee und das Schiff ist klasse. Es hat absolute Highlight-Momente. Also gerade zum Beispiel die Gänge sind für mich persönlich, ich finde die klasse mit den Stufen, die so in die Wände quasi in so Ribbons übergehen, gefällt mir super gut. Türdesign, das alles. Es hat halt einfach auch Aspekte, die halt eher negativer Natur sind. Für diesen Hologlob über dieser Glasfläche so Bombe. Ja. Das ist auch so eine Frage, wer steuert den und wo steuert man den? Vielleicht hinten an den
Ja, wahrscheinlich diese beiden Sitze hier. Ja. Hier gehe ich mal von aus, ganz stark. Den beiden queren Sitzen, die hier sind. Ja, also das ist schon ein unglaublich tolles Schiff geworden. Boah, hier wenigstens mal eine Bar, die so richtig schön ist. Nicht so wie bei anderen Luxus. Ja, die Bar, gerade auch die Wahl des Materials gefällt mir auch klasse. Ja, auf jeden Fall. Aber auch da sind halt... Also diese Art der Pixel sind viel hochwertiger als die anderen Pixel. Und ich wette damit, dass noch kleinere Veränderungen hier auch stattfinden werden und zum Beispiel die Stühle der Bar entweder beweglich sein werden oder zumindest an die Bar dran sind, sodass man auch mal Sachen da abstellen kann und nicht einen Meter von der Bar weg sitzt. Solche Kleinigkeiten, denke ich, werden noch überarbeitet, aber... Ja gut, das ist klar. Na, hier möchte jemand gerne zur Seite rausgucken können. Klar, wäre vielleicht nochmal ein lustiges Gimmick gewesen, aber man hat ja hinten und oben, ne? Ja, absolut. Also ich glaube, in der Touring-Variante sieht das Ganze all ja so besonders aus. Und da muss halt der Pilot entsprechend seine Routen so wählen, dass halt eben die Leute gut schauen können. Ja. Gerade immer diesen, wie sagt man so schön, der Mensch, der den Kopf nach oben und in die Sterne schaut. Finde ich, ist hier auch nochmal schön gemacht, auch wenn halt... Ja, auch hier wieder kleine Mankos halt mit dem Tisch, wo keine Sau drankommt. Aber auch das, glaube ich, wird alles noch überarbeitet. Ich denke auch, dass das nichts für Finales ist. Aber zu dem Thema zur Seite rausgucken, ich glaube, da wird die Aetna die Jump für dich was Besseres, weil die hat meistens die Scheiben zur Seite raus. Ja gut, die Aetna die Jump, die sollte man sich auf jeden Fall auch immer zulegen. Natürlich, mindestens eine. Trend geht zur zweiten Aetna die Jump, habe ich gehört. Ja, die ist auch gerade im Sale übrigens. In einer Limited-Stückzahl. Also bei mir steht jedenfalls keine Stückzahl dran. Keine Ahnung, ob das nur bei mir so ist. Ja. Kabel, du stupst mir hier weg. So, ich sehe dich nicht. Ja, das hat man gemerkt. Das ist nicht, wo du... Ja, von daher. Ja, vielleicht thematisieren wir das Thema mal mit der Idris. Ja. Sprechen ja gerade einige drüber. Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben... gestern ging ein Chairman's Newsletter raus, also für die Leute, die im Chairman's Club sind, sprich Concierge-Leute. Und die wurden darüber informiert, dass Idris-Besitzer eine Möglichkeit haben, ihre Idris abzugraden auf eine wohl, wie es im Umlauf heißt, Idris-K. Und das ist im Prinzip nur ein Waffenpaket, ähnlich wie damals bei den Vanguard-Varianten, so klingt es jedenfalls, ein SKU, um die Idris-P, also die Peacekeeper-Variante, ohne die Railgun und so weiter, weiter abzugraden und die mit bestimmten Waffen zu versehen. Und zwar geht es darum, dass die 4 Remote Turrets, die Idris hat, ausgetauscht werden gegen Point Defense Systeme mit 4 Türmen mit jeweils 2x Size 4 Point Defense Waffen. Und der Turm, der vorne auf der Spitze sitzt, ist bei der Idris M, also bei der Militärvariante, mit 2x Size 7 bestückt. Das ist eine Ship-to-Ship-Cannon. Und bei der Idris P ist es eigentlich ein Turm mit 2 Size 5, also ein normaler Anti-Air-Turm, wie die anderen auch alle. Und das kann man dann eben mit diesem Kit austauschen gegen einen Raketenwerfer mit 2 Rohren, jeweils 8x Size 3 Raketen können dort getragen werden. Und die Hauptbewaffnung und der Hauptgrund für das ganze Paket ist die ursprüngliche Railgun, die unter der Nase saß, ein Size 10 Slot, den die Idris P wohl auch hat, der aber eben standardmäßig bei der Idris P leer ist. Der kann mit dieser Idris K dann gefüllt werden mit einem Beam Laser. Und zwar hat er auch Size 10, einen Hurston Dynamics Exodus Beam Laser. Und das ist wohl jetzt mit diesem Upgrade, was morgen in den Verkauf geht, alles drin. Und Idris-Besitzer können sich dieses Upgrade wohl, wie wir es jetzt verstanden haben, immer kaufen mit frischem Geld. Und es gibt 3 Chargen, unbekannter Stückzahl, wo man dieses Paket eben auch mit Store-Credits erwerben kann. Wie teuer das wird, weiß man noch nicht. Und wie viele Stückzahl, wie gesagt, da angeboten werden, die mit Store-Credits gekauft werden können, weiß man auch noch nicht. Aber das ist jetzt im Moment die Überlegung. Und jetzt geht natürlich so ein bisschen... Ja, gemischte Gefühle wieder durch die Community, denn auf der einen Seite gab es von der Idris M, glaube ich, nur 200 Stück, damals in der Kickstarter-Kampagne. Die wurde auch nicht mehr angeboten und wird, glaube ich, auch nicht mehr angeboten, ist auf jeden Fall nicht geplant.
Und die Idris P. war halt immer so die, ja, noch nicht militarisierte Variante, die man aber im Laufe des Spiels dann später mit erspieltem Geld upgraden kann und mit Waffen versehen kann. Und jetzt gibt's halt doch diesen Shortcut als Antwort auf die Drake Kraken. Und ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen gemischte Gefühle. Die einen finden es cool, dass man die Idris P. mehr oder weniger jetzt auch gut bewaffnen kann. Und die anderen sagen eben, das hätte es jetzt echt nicht sein müssen, weil jetzt eben die ganzen Idris P. wesentlich stärker werden im Verse und man wesentlich mehr davor sich in Acht nehmen muss. Zumal es ja sehr viele Idris P. gibt. Ja, wobei, das finde ich, muss man immer noch ein bisschen relativieren, weil die Idris P. wird ja nicht stärker gemacht, sondern man kauft nur Ausrüstung, die an eine vorherige Idris P. ja ohnehin drangesetzt werden kann. Ja, das ist richtig. Also das heißt, man kauft nur Waffen. Ja, aber vom Standard aus, und wenn die da fliegen, die halt am Anfang sind ja schon stärker. Sagen, natürlich, keine Frage, die sind dann stärker, aber eine Idris an sich, ob nun mit der Raygun oder nicht, ist für jeden in Anführungszeichen normalen Piloten ohnehin eine Gefahr. Also das Einzige, wofür sie jetzt eine Gefahr geworden ist, ist für die Kraken und, wie sie schreiben, Carrier-like Ships. Und ich finde da, oder zumindest schätze ich, dass da auch der Hauptteil der Kritik herkommt, dass ein Schiff wie die Kraken released wird und anschließend ein Upgrade von Spielern gekauft werden muss, um die Idris, die man schon zuvor gekauft hat, überhaupt standardmäßig auf das gleiche Level zu heben, beziehungsweise auf ein Level zu heben, sodass sie wie ihre Rolle eigentlich entsprechend vom Start weg auch mit gegen eine Kraken antreten kann. Ja, das ist natürlich richtig. Ganz kurz, du kannst die Idris, du kannst die 890 Jump im Shop kaufen, gerade wurde im Chat gefragt. Schade, dass die nicht dabei ist. Also ich habe eben gesehen, eine Limited-Stückzahl ist von der 890 Jump im Shop. Schaut da einfach mal auf der robertspaceindustries.com-Seite unter Comlink und dann geht ihr auf Origin Jumpworks, beziehungsweise das letzte, was da eben released wurde. Da sind alle Schiffe aufgelistet und ganz unten, ich meine ganz unten rechts, ist die 890 Jump, wie gesagt, in Limited-Stückzahl für 863 Euro und ein paar gequetschte, glaube ich, mit 72 Monaten Versicherung. Das nur als kurze Information. Vielleicht ist sie ja auch schon wieder weg, die Limited. Das ist richtig, ja. Das könnte natürlich sein, aber ist eigentlich untypisch, ja, weil die... Aber nochmal, um auf die Idris zurückzukommen, sie ist ja nicht stärker gemacht worden, sie ist nur früher stärker. Ist also ein Shortcut, ne? Im Endeffekt spart ihr euch Spielzeit, ne? Die ihr ansonsten bräuchtet, um die Waffen zu verdienen. Und die werden eben nicht billig sein. Also eine Size 10 Waffe, die wird schon wahrscheinlich in die Millionen gehen. Ist einfach nur meine Vermutung von mir. Eben ein Ausrüstungskit, was darauf ausgelegt ist, gegen Carrier vorzugehen. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Ja gut, aber das kannst du natürlich später sowieso ranschnallen. Also das ist jetzt nicht das Spiel. Natürlich, also das ist wirklich einfach nur ein Ausrüstungskit, was man später theoretisch sich genauso erspielen kann, ohne Probleme dran flanschen, fertig ist. Dafür muss man es nicht kaufen. Aber es ist halt einfach so ein Ding von wegen, ja, wenn wir jetzt vom Start weg am ersten Tag eine Idris gegen eine Kraken stellen, ja, dann verliert die Idris. Ganz klar. Das scheint CIG hiermit auch nochmal gezeigt zu haben. Dass wenn man sich das Upgrade nicht holt... Ja gut, weil die ja keine Waffe hat, ne? ...wird man das verlieren, ja. Ja gut, also von den Waffen her, von den Größen der Waffen ist die Idris überlegen, aber nur nicht von der Anzahl. Und das muss die Zeiss 10 tatsächlich kompensieren. Die muss die geringere Anzahl der Türme und Geschütze, die die Idris besitzt, kompensieren. Ja, richtig. Und da geht es echt nur drum, wie sie auch schreiben, dass der ganze Grund, warum dieses Kit überhaupt existiert oder das Sinn dieses Kits ist es, die Idris gegen, wie haben sie es hier geschrieben, tailored to dealing with swarm threat of carrier type ships. Also es ist echt nur darauf ausgelegt, die Idris gegen, naja, Träger zu wappnen, die dann halt ja nicht nur selber kämpfen, sondern auch noch einen Haufen an Jäger, Bombern und was weiß ich nicht noch alles mitbringen. Ja. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Findet ihr das gut? Sagt ihr, pff, ja, ist okay? Oder was ist da eure Meinung? Die Idris soll schon stark sein und auch Träger normalerweise auseinandernehmen können. Aber dafür ist sie ja eine Fregatte. Und zum anderen ist es ja, wie gesagt, im Endeffekt nur ein Shortcut. Es wäre ja trotzdem auch zum vorherigen Zeitpunkt möglich gewesen, einfach eine beliebige Size 10 Waffe vorne ran zu backen und trotzdem damit jede Kraken damit zu zerstören. Es geht jetzt einfach nur darum, dass du vom Start weg, was ich sowieso unrealistisch finde, beim Start gleich zu sagen, oh komm, wir holen die Idris raus, vom Start weg schon gleich so stark bewaffnet zu sein. Mehr ist das ja im Endeffekt nicht.
Also ich muss zugeben, für mich war es ein salziger Drop. Nicht, weil es jetzt wieder Geld, also eigentlich schon, weil es wieder Geld kostet, aber deswegen vor allen Dingen, weil ich sagen muss, es fühlt sich so an, für mich gefühlstechnisch, es ist nur meine eigene Meinung, da darf jeder gerne so dazu stehen, wie er möchte, aber für mich fühlt es sich an, wie CIG bringt einen Träger raus, über den ich super glücklich bin, keine Frage, aber dieser Träger ist einfach unbalanced, oder beziehungsweise die Idris ist im Vergleich zu dem Träger nicht gebalanced worden, und anstatt, dass sie dann hingehen und entweder den Träger der Idris anpassen oder eben die Idris dem Träger anpassen, weil, seien wir mal ehrlich, die Schiffe sind nun wirklich kein Kleingeld, da sollte man erwarten können, dass man vom Start weg gegen ein ähnlich teures Schiff bestehen kann, gerade wenn es halt in Lore oder auch game-technisch so designt sein sollte, dass das Schiff, was man vorher gekauft hat, sogar das neu dazugekommene wegputzt, dass anstatt das Balancing auf Seiten von CIG geschieht, die Spieler wieder ein paar hundert Euro in die oder Dollar in die Hand nehmen müssen, und wer weiß, wie teuer das Ding tatsächlich wird, um quasi dieses Balancing herzustellen. Denn wie ich schon sagte, wenn du CIG hat für mich hiermit bewiesen, dass wenn du vom Start weg eine Idris gegen eine Kraken nur die beiden Schiffe tatsächlich gegeneinander battlest, dann wird eine Idris verlieren. Und für mich finde ich es eine Unverschämtheit. Trotzdem werde ich es kaufen, weil ich will dieses Spiel nur mal viel spielen und so oder so. Wie ich es mit der Herkules schon gemacht habe, ist dann nicht zu kaufen, hat bewiesen, dass die Community drauf pfeift oder vielleicht ich tatsächlich der Einzige bin, der sich dran stört. Und die Leute es trotzdem kaufen wie bekloppt, deswegen werde ich auch jetzt quasi nicht mehr hingehen und das Ganze boykottieren, weil es nichts bringt. Zu sagen, hey, ja gut, wir können das balancen, wir können das alles richtig machen, aber warum? Wir können auch marketingtechnisch hingehen und sagen, ja gut, hier gibt es jetzt ein Upgrade für die Idris, damit könnt ihr dann Kraken von weg hin killen, kostet euch ein paar hundert Dollar. Gut, die können jetzt auch als nächstes hingehen und der Kraken noch ein Update verpassen, damit sie dann vom Startweg vielleicht noch ein bisschen besser gegen Idris klarkommt und dann könnte man sich noch irgendwas überlegen. Also im Endeffekt, ich finde es halt ein shady Move für mich. Ich weiß nicht, also es ist einfach, wie du sagtest, also wenn man es am Anfang hätte balancen wollen, dann hätte man einfach der Kraken die Size 8 Waffe weggenommen und hätte da einen leeren Slot rausgemacht. Weil mehr ist es ja im Endeffekt nicht. Deswegen ist es ja rein theoretisch jetzt auch nicht möglich, die Kraken nochmal abzudaten, weil die ist ja voll, wird die ausgeliefert. Das genau, bei der Idris ist ja einfach nur so, dass es ähnlich wie bei der Javelin ist, dass man gesagt hat, okay, man liefert sie eventuell nicht voll aus. Für mich hätten sie dieses Kit standardmäßig auf die Idris P packen sollen. Fertig, jetzt im Nachgang. Um das Ganze zu balancen. For free, für jedermann, und die M bleibt halt sowieso noch mehr Power als sie, ja, wie sie schon vorher war. Sie hätten einfach nur sagen müssen, bevor sie die Kraken verkaufen, dass das halt ein leerer Slot ist. Ja, das Problem ist, der eine Slot macht das ja nicht. Du musst ja die Schiffe, die auf die Kraken gestellt werden, deswegen schreiben sie ja erstmal Swarm Type. Es geht darum, dass die an sich, die Bewaffnung ist natürlich nicht stärker, aber die haben überhaupt nicht mit den Jägern und den Bombern darauf gerechnet. Weil dieser eine Slot, ja, vielleicht im direkten Kampf würde das Ganze ausmachen, aber durch die ganzen Jäger und Bomber, die du auf so einer Kraken unterbringen kannst, ist, ob du da vorne das Ding jetzt noch eine Size 8 Weapon drauf hat oder nicht, echt irrelevant. Weil die Idris kann sich gegen die Jäger nicht alleine rum. Aber die Idris, ja, aber das musst du balancen. Du musst balancen, wenn die beiden gegeneinander alleine treffen. Du kannst nicht balancen und sagen, ja, eine Idris würde nie alleine fliegen. Ja, das stimmt wahrscheinlich eher bei der Kraken, weil ein Träger würde wahrscheinlich nie alleine fliegen. Ja gut, aber es ist ja... Du kannst nicht balancen. Ja, aber auch kein militärisches Schiff. Es soll ja im Endeffekt nur ein Truckstop sein, der durchs All fliegt. Ja, also genau. Ist normal kein militärisches Schiff. Und deswegen Flugzeugträger ist es auch normal, ist auch ein militärisches Schiff. Ja, aber es ist ja kein Flugzeugträger. Es hat ja keine militärischen Komponenten. Es ist von Drake und es ist nicht als militärisches Schiff... gebrandmarkt. Doch, wenn du dir die Broschüre durchliest, das soll der Person, also dem freien Mann, die Möglichkeit geben, Sicherheit in fremde Gebiete zu bringen. Schau dir mal den Trailer an. Das Ding ist völlig von Drake dafür gebaut worden, die Militia nach vorne zu bringen und vorne im Kampfeinsatz zu sitzen und nicht irgendwo in dem Asteroidenfeld ein bisschen Waren zu verticken. Ich meine, dass der Flugzeugträger stärker ist, wenn Flugzeuge drauf sind, ist klar, aber der hat halt auch selber genug Bums. Ja,
Genau, und das ist halt genau das, der wo ist ich ja einfach nicht dafür sag, gedacht, dass man da ein bisschen von A nach B ein bisschen rumchippert. Macht das Ding einfach ohne Waffe vorne, wie die Idris, und dann ist von Anfang an eigentlich, weil du kannst auf die Idris ja auch. Ja, aber kein Vergleich. So viele, aber kleine trotzdem. Jäger im Vergleich zu den Größen. Ja, aber ich muss sagen, du hast zwei Schiffe, warum die haben die gleichen Waffenklassen quasi. Ich finde, das ist halt so, wenn du siehst, wie viel Geld die jetzt alleine mit dem Paket wieder machen werden. Und dann soll mir noch einer sagen, also wenn ich dann da oben sitzen würde, dann würde ich halt auch nicht sagen, ja gut Leute, wir sollten das vielleicht doch nicht mehr machen, weil bringt ja nichts. Natürlich. Das ist halt einfach so, man gibt ein paar Leute, die sich beschweren oder auch wie du, dir sagt so, ja ist scheiße, aber im Endeffekt wird er trotzdem gekauft. Natürlich, klar. Und wenn du als Marketingabteilung siehst, du siehst mit jeder Aktion, die du da machst und jedes Mal, wenn du da nochmal ein 400-Euro-Package draufpackst oder 500 € oder wie viel das auch mal kostet, so, dann nimmst du jetzt wieder eine Million damit ein. Warum solltest du das denn nicht machen? Wie gesagt, also zum Beispiel mein Ärger geht gar nicht tatsächlich gegen die Marketingabteilung. Ich glaube, die sitzen da einfach und das ist deren Job, dafür zu sorgen, möglichst viel Geld einzunehmen. Keine Frage, alles gut. Aber das ist dann so der Punkt, wo ich so ein bisschen... Nicht das Vertrauen in das Spielverlierer, aber so in Chris Roberts, wo ich da immer sitze, damals dachte ich so, wow, der Typ, richtig geiler Mann, und heutzutage sitze ich da so, ja, ist halt irgend so ein Firmenboss, der da, gut, der hat zwar den Traum, aber der baut halt nur noch der. Die Firma ist ja mittlerweile so groß, dass er da jetzt auch nicht mehr alles zu entscheiden hat. Ich meine, doch, marketingtechnisch lässt er sich alles durch die Hände gehen. Genau. Diese großen Aktionen gehen alle durch seine Hände. Natürlich gehen die durch seine hohen Hände, aber wenn da 10 Leute sagen, ja, dann bringt uns so und so viel wahrscheinlich ein und sonst irgendwas, und alle sagen, ja, mach mal, und dann steht er auch nicht da und sagt, ja, nee, ich will nicht mehr Geld haben. Ich glaube, da ist Chris der falsche Typ für. Wenn dem etwas nicht passt, glaube ich, sorgt er dafür, dass das nicht kommt, aber er willigt ein, für ihn ist das okay, und das ist ja auch in Ordnung, es bringt ja auch Star Citizen nach vorne, muss man auf der anderen Seite ja auch sagen. Wobei man auch wieder sagen muss, gut, wir haben 200 Millionen, also man muss nicht alles aus den Bäckern rausdrücken, was man kriegen kann. Also ein bisschen, wir haben das Spiel so weit gebracht, ohne uns ist das ist nichts, wäre nie was geworden. Ich meine, Publisher haben es abgelehnt und nur weil wir es wollten, ist es was geworden. Da muss man nicht anfangen, uns zu melken wie EA. Aber wenn man halt sieht, wie... Also ich finde... Es funktioniert, bisschen, keine Frage. Ein bisschen, also. Bisschen dumm, wie die Leute halt wirklich auch dann immer auf die Schiffe da drauf liegen. Oder die, wenn du wirklich siehst, das Update, wie oft sich das verkaufen wird. Klar, meine, das Ding ist jetzt wird sich verticken wie warme Semmel. Jeder, genau, der die Idris halt, hat. Und dann siehst du, okay, 400 € für das Package. Und jeder schlägt zu. Und dann denkst du dir auch so... Ja, okay. Also ich finde das halt, persönlich, aber eigentlich. Dann mache ich das in einem halben Jahr halt nochmal. Ich muss nämlich sagen, ich finde es persönlich jetzt nicht so gut. Ich verstehe ja, dass du jedes Schiff und so am Start haben kannst oder sonst irgendwas oder keine Ahnung. Aber ich finde es auch gut, dass selbst für die Leute, die wirklich sich jedes Schiff kaufen oder viel kaufen, dass es dann so ein. Das Monsterschiff, was es quasi gibt oder auf eines der Monsterschiffe, nicht auch noch voll militärisch ausgestattet wäre. Also ich muss sagen, ja, das finde ich, nicht, das find ich auch, nicht so gut. Bin ich bei also, dir, das finde ich auch völlig in Ordnung, aber ich finde es dann halt blöd, auf der anderen Seite Schiffe rauszuhauen, die genau das sind. Ja. Weil dann zerstörst du wieder das Balancing, dann hast du wieder, genau, ja, der ist aber vom Start weg und der ist aber von da. Also dann sollen sie konsistent durch sein und sagen, okay, dann hat die Kraken auch keine Bewaffnung vom Start weg, dann hat die Iris auch von mir aus gar keine Bewaffnung vom Start weg, genauso wie die Javelin, so Polaris, von mir aus auch Hammerhead, kein Stress, so diese ganzen größeren Kampfschiffe. Keine Bewaffnung, aber können nicht ja schon die alles haben Bewaffnung, voll, aber ich finde das auch so. Die anderen nicht. Ich finde cool, wenn jetzt an der Idris, wenn du da schon einiges erstmal sparen musst, bis du dann da auch mal ordentlich auch Wumms dahinter baust. Also ja, aber nicht, wieso gibt's das bei der Kraken nicht? Also im Endeffekt, das ist der Punkt, der mich stört. Nicht, dass es grundsätzlich so ist, sondern dass es Schiffe gibt, die sich daran nicht halten. Und dann hätte man einfach bei der Kraken halt auch noch ein, zwei Slots, wo man dann ein bisschen verbessern könnte. Aber ja, gut. Ist halt jetzt so. Ja, klar, jetzt ist es so. Warten wir mal erst ab. Ich denke, da steigt und fällt viel mit dem Preis. Also ich persönlich, klar, ich sehe das auch ein bisschen skeptisch und klar, es hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen, aber dass ich jetzt sage, okay, komplett dagegen und das ist ja nur schlecht für uns und so, sage ich jetzt auch nicht. Klar, es wird wahrscheinlich ein Must-Have-Item für den Idris-Besitzer sein, der das Ding in militärischen Zwecken oder überhaupt zum Kampf großartig einsetzen will.
Ich würde es wundern, wenn es später eine Idris P ohne dieses Kit gibt am Anfang. Also wenn da jetzt ein Idris P besitzt, dann kaufe ich nicht. Ja gut, klar, wenn das Ding jetzt natürlich 700 Euro, jemand, der sich, der, über 500 Euro bin ich raus. Dollar, aber jemand, der 1000 Dollar für das Ding aufgibt, der wird wahrscheinlich auch 400 Euro nochmal draufpacken. Ja. 1200, ne? Weil die, die eine Idris haben, die haben wahrscheinlich die Idris nicht als einziges Schiff. Also ich glaube, keinen, der eine Idris hat und sagt, okay, sonst. Ja, wie gesagt, also alles über zum Beispiel 500 Dollar oder so will ich raus. Das Einzige, was mich wirklich daran stört, ist halt, dass sie eigentlich gesagt haben, Battlefield Upgrade Kits für die Vanguard zum Beispiel ist gestorben, das Thema, machen wir nicht mehr. Und jetzt fangen sie halt doch wieder damit an. Und deswegen, das wirkt für mich so ein bisschen, wie ich manchmal auch bin, dass man dann sagt, irgendwie, das ist eine impulsive Sache, ja? Irgendjemand hat eine Idee gehabt und dann, oh, geil, okay, die Idee gefällt mir, das setzen wir jetzt irgendwie um. Und dann wird alles, was in der Vergangenheit gesagt und gemacht wurde, doch wieder ein bisschen über den Haufen geworfen, um diese eine Idee jetzt umzusetzen, weil die gerade gut ist. Und das mag ich halt ein bisschen. Also, so eine ich halt Idee nicht, zerstört ja jetzt auch das komplette Balance, oder? Das macht das Ganze wieder ein bisschen schwieriger. Das wäre ja ein bisschen übertrieben. Balance zerstört es nicht. Du kannst es später genauso kaufen, wie du es jetzt quasi ausrüstest. Es geht jetzt wirklich nur um die Anfangsphase. Genau. Es geht wirklich. Nach 3 Monaten Spielzeit ist das doch schon wieder alles voll sinnlos gewesen, weißt du? Du hast doch. Trotzdem verlangen sie Geld von dir. Ja, aber du musst es nicht kaufen. Du kannst spielen und du brauchst die Idris nicht am Anfang raus und du holst sie normalerweise sowieso nicht direkt am Anfang raus. Und wenn, dann packst du halt eine andere Waffe erstmal unter. Das wird auch reichen. Ich finde das jetzt nicht halt so schlimm wie vorher, wo sie zum Beispiel den Novatank für Frischgeldleute in die Dings da reingepackt haben. Oder wo sie dieses Land gut verkauft haben. Das ist viel schlimmer gewesen. Das stimmt. Wieso war denn der Novatank was Schlimmeres? Wo ist denn da der Unterschied zu jetzt den Waffen? Naja, weil dann einfach gesagt wurde, ja, hier, der ist nur dabei, wenn du mit Frischgeld bezahlst. Ach so, du dann meinst das als Goodie bei der Hercules. Ja. Sie limitieren ja jetzt auch deine Möglichkeiten mit Stockrates zu kaufen. Mit Stock, ja, aber ne, so, da haben sie schon angefangen, die Stockrates zu inflationieren. Darum geht's. Ja, gut, dass es noch größere Probleme bei CRG gibt, ist auch klar. So, da finde ich das jetzt nicht schlimm, weil ich weiß nicht, wie lange du da jetzt für so eine Waffe arbeiten wirst, aber ich denke, in einem Monat muss das gegessen sein. Gut, so lange wie für eine Nova wahrscheinlich auch. So, und dementsprechend ist das, vor allen Dingen ist das ja sogar so, dass die Idris, ich fand diese Vergleiche mit Idris und der Kraken sowieso bisher immer relativ anstrengend, weil es hieß immer, ja, die Kraken kriegt die Idris und so. Zum einen, wie ich schon sagte, ist die Idris normal nie allein unterwegs und wer das macht, ist selber schuld. Ja, das zum kannst anderen, du so nicht sagen, aber das zum, kannst zum, du nicht zum benutzen. Anderen hat die Idris viel stärkere und hochwertigere Komponenten vom Start weg als ein Drake-Schiff, weil Drake ist nicht dafür bekannt, stabile Dinge zu bauen. Die Dinger platzen wie die Schmeißfliegen normalerweise. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt gar kein gleicher Vergleich. Ja, wir werden das abwarten. Also eben hat jemand gesagt, wahrscheinlich wird eher so in der Beta gebalanced. Also ich denke auch, dass da später vieles, wo man jetzt vielleicht sagt, das Schiff ist absolut overpowered oder das Schiff ist total schwach, da wird es sehr viel um die Lore gehen. Und deswegen ist die Lore bei so Schiffen auch sehr wichtig. Und ich denke, dass man tatsächlich dann nachher darauf achten wird, dass das ungefähr passt. Nichtsdestotrotz ist eine ganze Menge natürlich auch noch eigener Skill. Wenn du mit so einem Beamlaser die ganze Zeit daneben schießt, bringt dir das auch nichts. Und ja, dann warten wir einfach mal ab. Also, ihr merkt aber schon an die Leute im Chat, dass es ein kontroverses Thema ist, dass da jeder seine andere Ansicht zu hat oder ein bisschen das Thema anders sieht. Es ist tatsächlich heikel und vor allem noch geht es eben und noch sagen wir ja auch, wir unterstützen das Ganze weiterhin. Aber es ist halt ein Grat, auf dem gewandert wird und vor allem geht es darum, die Glaubhaftigkeit von Cloud Imperium, dass die eben nicht weiter leidet und das eben, ja, also ich meine, ganz, ganz früher, da ging es wirklich darum, die allerfrühesten Bäcker, die haben halt wirklich damals noch ihre Stretch Goals bekommen und so, da ging es um Wertschätzung für die Leute, die das Projekt von Anfang an angetrieben haben. Ja. Und jetzt gibt es halt immer wieder Punkte, wo man sagt, okay, eigentlich hätte man auch 4-5 Jahre später das Ganze einsteigen können und man hat trotzdem mehr oder weniger die gleichen Möglichkeiten und die gleichen. Oder wäre besser dran. Genau, teilweise. Genau. Und das ist halt so ein bisschen ein Problem, weil im Endeffekt haben die Leute, die das früh unterstützt haben, das Projekt, das natürlich auch von vornherein getestet, haben Bug-Reports gesendet, im optimalsten Falle jedenfalls, und haben einfach sehr viel Feedback gegeben und konnten so dazu beitragen, dass das ganze Projekt weiterentwickelt werden kann. Und da ist uns allen, oder haben wir alle so ein bisschen Angst davor, dass Cloud Imperium da die Wurzeln ein bisschen verliert. Und
tatsächlich die Profitgier überwiegt, Profite zu machen. Klar, CIG ist eine Firma, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden, die Familien müssen von was leben, alles gut. Aber eine Gier eben zu schaffen, das ist eben im Prinzip der Kritikpunkt. Und es ist halt schwierig für die Bäcker tatsächlich herauszufinden, ist das jetzt nur, weil die sagen, okay, wir können noch mehr Geld verdienen und wir machen uns reich, oder ist das, weil die sagen, okay, wir haben das und das vor, wir brauchen das für die Entwicklung, weil wir wollen 20 neue Leute einstellen oder sowas und deswegen brauchen wir dieses zusätzliche Kapital und können das auch in absehbarer Zeit nutzen. Dann wäre es super, aber dafür ist leider diese Crowdfunding-Kampagne zu undurchsichtig. Geworden. Und das ist, ja. Genau, geworden. Nein, die waren noch nie. Das, ja. Also solche Informationen hat man leider nie gekriegt. Klar. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite, gut, es ist eine Firma und die möchte da natürlich auch ihre Geheimnisse haben. Ist ja auch in Ordnung. Aber da muss man eben auch verzeihen, dass dass das eben so aussieht, als wäre es tatsächlich, okay, jetzt quetschen sie uns hier wirklich aus und das ist echt sinnlos gewesen. Sollte es tatsächlich von Cloud Imperium einfach eine Designentscheidung sein, dass sie sagen, das Ding muss gebalanced werden, dann würden zum Beispiel auch Store-Credit-Updates für diese Idris P2K nicht limitiert sein. Dann würden sie sagen, okay, jeder kann mit Store Credits das Ding upgraden, wenn es einfach nur eine Balance-Entscheidung war. Hier wird ganz klar gesagt, ja, das geht. Wir können es euch ja nicht verbieten ganz. Das wäre echt blöd, aber die sind halt stark limitiert. Und das ist halt wirklich die Frage, wie stark sind die limitiert, ne? Um die mit Store Credits abzugraden. Wie viel Idris gibt es denn? Ja, das ist nicht unbekannt. Klar. Also, ja, ist unbekannt. Konntest also das Armada-Package zum Beispiel ja auch unbegrenzt genau, kaufen. Genau, 200 Idris M, aber im Armada, im Legatus-Pack sind überall Idris drin. Dann gab es natürlich auch eine Stückzahl bei jedem Anniversary Sale. Morgen wird die höchstwahrscheinlich auch wieder im Sale sein. Beziehungsweise wahrscheinlich erst am Ende. Je nachdem, muss man mal sehen. Aber das ist leider nicht klar. Aber es sind, würde ich sagen, doch schon Tausende. 2.000, 3.000 werden es wahrscheinlich sein. Mittlerweile. Idris. Idris P. Ja. Locker. Insgesamt. Ja. Mehr, oder? Ja, würde ich mehr sagen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nach den Verkäufen sind es irgendwie 1300 oder 1400 und daneben plus, was alles sonst noch so lief. Ja, krass. Muss man überlegen, ey. Und das soll nachher alles in einem Universum unterwegs sein. Ja, das ist gut. Eben natürlich klar. Man muss es abwarten. Ich will es jetzt nicht komplett verteufeln, aber es ist natürlich jetzt nicht das Allerfeinste, was man sich gewünscht hat. Also ich persönlich hatte eigentlich auch meinen Account soweit gut. Ich war zufrieden mit allem. Und ja, jetzt musste ich doch irgendwie nochmal gucken, dass ich das alles ein bisschen umstelle. Und ja, muss man mal sehen, wie das alles wird. Ja, aber keine Sorge, die Aetna ID Jump hast du immer noch. Genau, die Aetna ID Jump bleibt. Mal gucken, wann da das erste Upgrade kommt. Für die erste Zeit 10 Beamgun. Ja, dann müssen wir mal sehen. Tja, das ist also der Origin Jump Pack Expo-Tag. Ja, letztes größeres Update, mein lieber Hirnse. Ich weiß nicht, was du jetzt noch so mitbekommen hast, aber Hörsten ist jetzt begehbar. Ja, du kannst Bahn fahren, hin und her. Genau, Lorville. Und kannst aber auch den Planeten Hirsten erkunden. Hier ist so ein bisschen Vegetation, Fauna. Bisschen. Ja, an manchen Stellen. Das sieht schon echt cool aus. 6 verschiedene also, Biome auf Hirsten. Ja, das ist schon eigentlich echt cool. Also Planet ist schon was anderes als die Monde vorher, muss man wirklich sagen. Die Monde waren halt echt durchgehend gleich pro Mond halt. Ne? Also der eine war eben Wüste, der andere war Eis. Und hier hat man tatsächlich wechselnde Vegetation. Wir haben Wasser, wir haben eben die große Stadt Lorville mit dem Transitsystem, also mit Zügen. Und wir haben eben jetzt aktuell auch hier am Teaser Spaceport die Expo, die man besuchen kann. Wo dann eben jeden Tag ein anderer Raumschiffhersteller sich zeigt. Das ist schon sehr beeindruckend alles und lohnt auf jeden Fall, sich das Ganze mal anzuschauen. Genau. Mein lieber Torben, das war ist oder ist das Redesign der 600i? Die 600i wird später genau so aussehen. 300i. Beziehungsweise, Entschuldigung. Genau, das, was er sagt. Und genau, das ist das neue 300i-Design. Und das wird so am Ende passieren. Und ich bin da absolut nicht gegen. Ne, ich auch nicht. Ja. Super. Bin mal gespannt, wie sie dann nachher die 350R umsetzen und so. Ja, unbedingt. Vielleicht werde ich dann doch nochmal schwach und mir die zulegen, aber...
ich warte mal. Ich habe noch eine 350 RLDI Original von damals im Buyback. Ui. Die war sogar relativ günstig. Die ist irgendwie für 109 Euro oder so im Moment drin. Also muss das damals 95 Euro gekostet haben oder so im Original. Konzeptionell. Das war ein Schnäpp allein. Ja, da sprechen wir vielleicht nochmal später drüber. Ja, aber die ist wirklich schick geworden. Mal sehen. 100 Euro, sagtest du. Nee, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Also mit dem Design wird die nochmal richtig attraktiv. Ja. Ja, morgen wird natürlich ein super spannender Tag, weil morgen kommt Aegis Dynamics. Aegis Dynamics hat, glaube ich, am meisten Schiffe im Moment flight ready. Das heißt, ja, da steht alles wahrscheinlich richtig voll und ich nehme auch mal an, dass die Halle da komplett gebraucht wird, die es hier gibt. Wirklich? Dass also hier kaum Wände stehen, die im Inneren des Bereichs sind, sondern die stehen wahrscheinlich dann alle außen. Und Herzstück dieser Ausstellung, das kann man glaube ich schon mal verraten, wird gemunkelt, soll eben diese eben besprochene Idris-Fregatte sein mit 240 Metern Länge. Wobei man in einem der Videos ja schon gesehen hat, ich vertue mich doch gerade nicht, Aegis morgen mit der Reclaimer in der Mitte. Genau, ja? Habe ich nämlich auch gesehen. Das hat man nämlich schon in den Videos gesehen, ja, da steht ja, die dicke mit der Reclaimer drin. Ach, ja. Was? Und wo soll die dann sein? Irgendwo soll sie doch auftauchen. Aber ist das nicht der Extra-Tag oder ist das nicht die Extra-Ankündigung? Möglicherweise ja immer noch an den letzten Tagen. Die letzten zwei. Aber ich glaube, morgen eher die Reclaimer im Mittelpunkt stehen. Vielleicht gibt es ja auch einen extra Idris-Raum. Was haltet ihr davon? Vielleicht auch in der hinteren. Wir haben ja. Für mich könnte es sein, dass die hinteren Wand quasi noch einmal wieder so ein. Eine Türöffnung bietet, wodurch man dann tatsächlich vielleicht auch in den extra Bereich reingehen kann. Die neue 300-Serie ist noch nicht flight ready. Nee. Aber es wurde gerade gesagt, dass man da mit der Kamera reingucken kann und sich da sogar eine Küche und ein Bad drin befinden soll. Aha, okay. Wie geht das mit der Kamerasteuerung? Weiß das jemand? Externe Kamera, mehr weiß ich nicht. Der 300er i, eine Küche? Warte, ich glaube, das geht irgendwie mit den Numpad-Tasten. Nein, so geht's nicht. F4 gedrückt halten und dann irgendwas. Ja, doch. Ich komme da, glaube ich, so halbwegs hin. Moment. Wie kommt man denn nach oben? Ich hab's, Leute. Wir fliegen da mal rein. Okay, so geht's nicht. Ich muss da hingehen. So. Ui. Kommt ihr da rein? Ich bleib da an der Seite hängen. Wie macht man nochmal die Außenkamera? Also einmal F4, dass du in Außenansicht kommst und dann F4 gedrückt halten. Und dann mit den Pfeiltasten und mit Bild auf, Bild ab kommst du dann hoch und runter. Aber rein komme ich da nicht wirklich. Du musst hoch. Ja, du musst hoch, ist gut. Aber da ist leider die Hülle vom Schiff und deswegen geht er da nicht gucken. Außenperspektive und dann kannst F4 gedrückt halten. Kannst du über das Schiff kommen und dann von oben rein? Wenn du weiter ins Schiff gehst? Kommt man nicht hoch genug, glaube ich. Glaube ich auch nicht. Hätte ich mal ein Stückchen weiter weg. Aber du kannst auf jeden Fall, wenn du von vorne guckst, ja, durchs Cockpit durchgucken. Komme ich da so ein bisschen sogar rein? F4 drin. Plus Page Up, Page Down soll das sein. Und jetzt? Also Bild auf, Bild ab. Also ich bin im Laderaum, glaube ich. Ja. Oder irgendwo sowas. Oh ja, doch. Da habe ich was gesehen. Da. Ja, man sieht es nur ganz schlecht leider, aber... Aber vorne durchs Cockpit siehst du noch ein bisschen was. Also es ist schon mit einem kleinen Wohnbereich da drin. Das ist schon gar nicht mal so uncool. Das ist eine Treppe. Also ich kann von vorne nach hinten kann ich reingucken, aber andersrum nicht so sehr. Also aber man ja, kann, also man kann am Triebwerk an dem, ich glaube vorderen ist das? Ja, wenn man an dem vorderen geht, dann kann man... Kann ich jetzt zumindest in die Hülle reingucken, sodass ich einen Schlafbereich und ja, genau, den hab ich Holzbereich auch. Und all so einen Kram. Den habe ich auch, aber da ist auch ein Frachtbereich drunter, wie ich das richtig sehe. Ja. Und dann ist vorne auf der linken Seite ist ein Bett mit irgendwie so einem hellen Holz. Holzvertäfelung. Genau. Und ja, dann gehen hier Treppen runter und dann geht das so in diese Richtung. Die Treppen kommst du nicht mehr hoch. Naja, glaub nicht. Da unten drunter ist halt ein kleiner Frachtraum. Ist eigentlich ganz cool gemacht, dass der unten drunter hängt, ne? Ich hätte gar nicht gedacht, dass da so viel Platz drin ist. Ja.
Ah, ich finde das schon gar nicht mal so verkehrt. Kanching gekauft. Ich habe fast eben mal das Cockpit gesehen. Du solltest mal über das Cockpit versuchen. Darüber soll man angeblich gut reingucken können. Oder konnte der Xeslex. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also, ich habe vorhin versucht, über das Cockpit zu schauen. Da kam ich nicht unbedingt weiter. Ah, ja, aber ja, gut, so ein bisschen kann man da reingucken. Naja, schon. Sieht man das Bett? Oh. Ja, ist doch schick. Ja, auf jeden Fall. Also gefällt mir jetzt vom Design her besser als die 100er Serie, muss ich sagen. Bei der, die fand ich doch ein bisschen sehr spartanisch. Die hätte ich hier eigentlich auch nochmal sehen wollen. Ja. Das kann es ja nicht so schwer sein, da einfach ein sehr dunkles Glas zu nehmen und dann einfach nur die Hülle hinzustellen. Ja, hübsch. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und auch ohne Bewaffnung noch. Das Triebwerk hinten erinnert so stark an die 600er Serie, ne? Wenn man hat. Ich finde es gut. Ja. Nein, die 890 Jump ist nicht ausgestellt. Nee, leider nicht. Das wäre toll. Wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr. Also was bei uns, wenn du nur wenige Schiffe siehst, geholfen hat, war den User-Ordner zu löschen und vor allen Dingen zu reloggen und nochmal neu in die Halle reinzugehen. Ja, tatsächlich. Ja, schön, schön. Also ich fand dieses Ensemble doch schon recht ansehnlich. Wie gesagt, Guano, sonst versuchen wir wirklich den User-Ordner zu löschen. Das hat bei uns vorgestern tatsächlich den entscheidenden Twist gebracht. Hab's auch schon von Leuten gehört, da hat's nicht geholfen. Aber ansonsten ist es wirklich einfach das Try-and-Error-Prinzip. Also immer wieder neuer Server gucken gehen. Und irgendwann hat man Glück. Das hat bisher noch bei fast jedem geholfen. Gut, dann gehe ich nochmal oben auf die Balustrade. Nee, die 600er Touring ist auch nicht da. Tatsächlich nur die Exploring oder Scanning, was auch immer das nochmal war. Exploration, ne? Stimmt, Exploration-Variante hieß sie. Ja. Gut, liebe Leute. Ja, dann würde ich sagen, haben wir uns den Tag 3 der Expo, der Intergalactic Aerospace Expo von Origin Drunkworks, dieser Tag hier präsentiert, auch nochmal angeschaut. Und ja, war an sich ja schon cool. Wenigstens haben wir mal wieder ein neues Schiff gesehen, das Rework der 300er Serie, was doch recht schick ist und auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber den bisherigen Modellen. Also sind wir mal sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, wisst ihr, wann das kommen soll? 300er Serie? Upf. 3.4 oder 3.5? Ich meine 3.5. Nächste, ne? Meine ich. Ich meine erst 3.5 kommt das. Weil der nächsten ist, glaube ich, die Hawk drin und die. Na, ich bin mir jetzt nicht sicher. Bevor wir jetzt hier Quatsch erzählen, lassen wir es lieber sein. Nächstes Jahr. Genau, nächstes Jahr. Schaut auf jeden Fall auch mal auf der Homepage vorbei. Da sind, wie gesagt, die Origin-Schiffe im Sale. Eben waren auf jeden Fall auch noch ein paar 890 Jump da. Ich habe eben im Chat gelesen, dass eine junge Dame hier, die gerade zuschaut, auch zugeschlagen hat und jetzt stolze 890 Jump-Besitzerin ist. Glückwunsch dazu noch von mir. Und ja. Dann. Was auch immer noch mit Vorsicht möglich sein sollte, ist einfach, wenn man jetzt schon eine 890 hat, nicht mit LTE, einfach nur die Versicherung zu verlängern dadurch, indem man seine jetzige einschmilzt und dann die neue mit, wie viel haben wir jetzt, 72 Monate? Ja, 72 Monate, genau. Dass man sich einfach dann so die Versicherung verlängern könnte. Ja, ja? Stimmt, muss keine blöde Idee. Nur den Mumm haben, das Ding einzuschmelzen und hoffen, dass dann noch welche im Stock sind. Ja, ja. Richtig. Gut, im Notfall halt eben aus dem Buyback wieder zu kommen, wenn man einen Token gibt. 300er Serie Rework ist übrigens tatsächlich 3.5 Knusper. 3.5, okay. Dann sind wir mal gespannt und ja, morgen geht's richtig zur Sache, Aegis Dynamics. Da werden ein paar coole Schiffe dabei sein. Werden wir uns dann auch noch einmal anschauen
Und dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr über die Idris und das Upgrade und zu reden. Das wird wahrscheinlich das ganze, die ganze Expo übertünchen oder begleiten. Überschatten. Und ja, bin ich sehr gespannt. Vielen, vielen Dank an alle Leute im Stream, die heute dabei waren. Vielen Dank hier an meine Mitläufer, der Timme, der Kabelkiller und der FC. Hey, Mitläufer. Mit Messebesucher. Ich hab's heute nicht mit Worten. Ja, dann hoffe ich, das hat euch gefallen und ihr schaltet dann auch morgen wieder ein. Bis dahin, wegtreten!